willkommen zurück zu einem weiteren Showcase bei Crash Academy. Und zwar geht es heute um die Mining-Mechanik bei Star Citizen. Die Misk Prospector ist gerade im Sale und die Orion Mining-Plattform von RSI wurde auch schon vor längerer Zeit verkauft. Genau, und Mining ist eine der grundlegendsten Mechaniken in Star Citizen, weil prinzipiell ist es die Grundlage für das ganze Handelssystem später, weil irgendwoher müssen ja die Core-Komponenten kommen, die ich dann benutze, um verschiedene Dinge zu craften, wie elektronische Sachen, Raketen, weiß der Teufel, was dann verkauft wird. Und dafür gibt es halt eben diese Schiffe und dementsprechend hängt da auch halt eine ganze Karriereleiter hinten dran, wenn man so will, womit wir halt direkt zum ersten Punkt kommen, und zwar der Karriere. Und zwar ist es so, dass im Zentrum des ganzen Handels in Star Citizen steht das TDD, das Trade and Development Division. Irgendwie mal das Englische, super. Handels- und Entwicklungsabteilung sozusagen. Und hier werden die Preise festgelegt in jeder Landezone oder in jedem System. Die variieren dann auch von System zu System und es kann da auch zu Kursabstürzen kommen. Oder es kann auch sein, dass Preise plötzlich drastisch ansteigen, wenn Mangel da ist. Das kommt halt darauf an, wo sich halt eben diese TDD-Außenposten halt befindet, weil es ist ja halt eben so in Star Citizen, dass das Handelssystem auch durch die Spieler und halt das ganze Universum beeinflusst wird, es lebt und atmet. Und somit kommt es halt eben bei enger Versorgungslage zu höheren Preisen für bestimmte Sachen. Andere, die in Überfluss da sind, halt so, da fällt der Preis natürlich. Und wenn man dann als Freelancer unterwegs ist und halt eben auf eigene Rechnung meint und lootet, ist es halt eben so, dass man natürlich auch die Wahl hat, wo fliege ich mit meinem Kram dann jetzt hin, wo erziele ich die besten Preise, hast aber natürlich dann halt auf der Reise immer die Gefahr, überfallen zu werden, du hast deine eigenen Betriebskosten, du wirst deine NPCs selber halt eben bezahlen müssen und bist dir halt nie so ganz sicher, was du am Ende denn dafür bekommen wirst. Genau, es kann einfach sein, dass plötzlich die Preise wahnsinnig abfallen und dann sitzt man da und stellt fest, ich krieg noch nicht mal die NPCs bezahlt und die machen eine Revolt und übernehmen dein Schiff. Wer weiß, so scheiße. Und da gibt es eine andere Methode. Du kannst auch als Vertragspartner oder als Vertragsarbeiter für ein Mining-Konsortium arbeiten. Und dann gibt es einen Optionsdeal. Das heißt, du musst so und so viel Tonnen Geröll, sage ich jetzt mal ganz lieblos, abarbeiten, looten. Und das kannst du dann zu deinem TDD bringen und bekommst dafür dann eine fest ausgehandelte Marge. Das heißt, da fällt dann das Risiko für dich weg. Du weißt genau, was du bekommst und alles, was du darüber hinaus lootest, das kannst du selber dann wieder handeln am Markt. Genau, es wird da halt eben auch ein Rangsystem geben, je nachdem, wie zuverlässig du bist, wie schnell du bist und wie gut deine Arbeit halt eben ist, wird halt eben dein Rang steigen halt in der TDD und dementsprechend wirst du dann auch bessere Kurse erzielen. Das sind halt quasi die zwei Routen, die es halt eben da so gibt. Die nächste Kategorie, die wir haben, wäre Locations. Und da ist es jetzt natürlich so, dass es halt für den ambitionierten Miner sehr wichtig ist zu wissen, wo finde ich denn halt so die lukrativsten Erzfelder. Das ist halt so ein bisschen ein Problem, weil die ganzen bekannten Asteroidengürtel, die wir jetzt auch so in der Star-Map drin sehen, die sind halt unter Umständen, sind die schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten abgemeint worden. Das heißt, für einen Einsteiger ist vielleicht so ein bekannter Asteroidengürtel durchaus immer noch lukrativ, aber für eine große Orion-Mining-Plattform kann es natürlich sein, dass dann das Geschäft eher schlecht läuft, dass man da nicht genug findet, dass man die falschen Materialien findet, dass man weiterreisen muss. Und das wäre dann sozusagen die unlukrativste Art und Weise, Geld zu verdienen, wenn man es auf bekannten Feldern macht. Da gibt es dann auch so Sales Agents, sage ich jetzt mal, Broker, die die Informationen verkaufen können. Dann kannst du Teilbereiche eines solchen Feldes zum Beispiel finden, wo es sehr lukrativ ist. Oder der sagt dir vielleicht sogar einen Weg zu einem geheimen Feld, zu einem kleinen, irgendwo abgeschlagenen Bereich, wo es Asteroiden gibt, wo man sehr, sehr lukrativ arbeiten kann. Ja, aber lass dir halt keine Bulette ans Ohr quatschen. Die Problematik ist, es wird halt eben auch da Betrüger geben, die dir natürlich falsche Koordinaten verkaufen. Dann kommst du halt da an und dann gibt's da jetzt nichts. Oder du landest in einer riesigen Wolke Vandur-Schiffe. Meinst du, die kannst du craften, so gefälschte Lizenzen? Warum nicht? Ich meine halt, man kann allen anderen Kram auch craften und insofern wird man mit Sicherheit halt eben auch Informationen fälschen können. Da muss man sich aber halt eben dabei geschickt anstellen, gehe ich mal von aus. Die Königsdisziplin ist natürlich jetzt hier, wenn man selber wenn man da in der Lage ist, selber Felder zu erschließen, dann hat man natürlich die größte Ausbeute. Die Information kann man auch selber wieder verkaufen oder mit Freunden oder für Mining-Organisationen miteinander teilen. Alles das geht dann und da hat man natürlich die Chancen auf die größten Gewinne. Also ihr seht schon, halt so, das Feld ist sehr mannigfaltig und da gibt es sehr viele verschiedene Betätigungsfelder, die sich alle halt eben rund ums Mining drehen. Aber die Sache ist halt so, die Kernkomponente beim Mining ist natürlich das Mining-Schiff und ein Mining-Schiff hat dann halt eben auch eine Crew.
Es gibt da verschiedene Größenfaktoren. Wie schon gesagt, die Orion ist jetzt gerade halt so das riesengroße Raumstationsteil mit einem gewaltigen Laser, ganz viel Laderaum und mehreren Character-Slots an Bord, die halt dieses Schiff operaten sollen. Am anderen Ende halt so der Skala gibt es dann halt eben die Prospector, die halt eben für eine ganz kleine Crew oder einen alleine halt funktioniert. Also entweder sozusagen selbst sein Glück suchen oder auf eine Crew verlassen. Und bei der Orion ist es dann genau so, dass ich halt hier spezielle Aufgaben habe, die ich entweder mit Freunden besetzen kann oder für die ich dann auch NPCs brauche. Es soll wahrscheinlich auch so sein, dass ich die alleine fliegen kann, während NPCs die anderen Aufgaben machen. So sieht es nämlich aus. Und da haben wir verschiedene Aufgaben an Start. Und die erste ist natürlich der Pilot. Und der macht was? Der fliegt das Schiff. Jetzt Wahnsinn. Denkt man natürlich so, es ist ein bisschen langweilig. Ist es aber nicht. Tatsächlich ist es schwierig, in einem Asteroidenfeld unterwegs zu sein. Wir kennen das alle von der Cutlass schon, was da passieren kann. Und jetzt so eine riesen Orion zu fliegen, ist dann tatsächlich eher so, mit so einem Walfisch irgendwie durch so ein Asteroidenfeld. Das ist ein tolles Beispiel. Ja, es ist Millimeterarbeit auf jeden Fall. Es wird ja verschieden große Asteroiden geben, also riesige Brocken, mehrere Kilometer im Durchmesser, um die man diese Station halt rumbuxieren muss. Man muss halt Erzadern vielleicht folgen an der Oberfläche und halt eben dafür sorgen, dass halt deine andere Crew ordentlich arbeiten kann. Und zwar gibt es dann da an der nächsten Stelle den Scan Operator. Das ist der Typ, der quasi die großen Brocken dann halt eben auf Erzablagerungen untersucht und halt für die Informationsbeschaffung zuständig ist. Und der hat halt eben die sogenannten Remote Material Analysis Packages, die RMAPs. Die RMAPs, kurz das gesagt. Das sind ja prinzipiell raketenbetriebene Sensor-Arrays, die er halt eben abfeuern kann, die halt auch in einer Art Minigame in diesen Asteroiden dann hineinbuxiert und dann halt auslesen kann, was sich denn in diesem Asteroiden befindet und wo sich die Ablagerungen befinden. Und Volumen natürlich auch noch. Und das Volumen und das Gewicht und die Blutgruppe. Der kalkuliert dann sozusagen, ob es sich überhaupt lohnt. Genau, jetzt da überhaupt anzufangen. Wenn er sagt, okay, das ist halt eine lukrative Sache, da ist ein riesengroßes Erzreservoir, dann manövriert der Pilot halt das Schiff in Position und dann beginnt der Beam Operator seinen Job. Das ist tatsächlich ein gefährlicherer Job, weil man ist jetzt hier verantwortlich, die Roboterarme zu steuern mit den Lasern und muss dann halt auch die Erzader treffen und kann dann mit verschiedenen Tools dafür sorgen, dass der Laser richtig eingestellt ist. Das heißt, er muss auch dafür sorgen, dass er ihn richtig kalibriert, und dafür hat er einmal den exothermen exotherm Reaction Detector, der stellt fest, gibt es da jetzt eine Gasablagerung, die sich erhitzt, oder sind da Stoffe, die sich erhitzen können, die explodieren, die exotherm reagieren können. Dann gibt es noch einen Laser-Seismographen, also Laser-Seismometer, genau, der überwacht, ob Spannungen entstehen, ob dort durch den Laser Material abplatzen könnte, vielleicht sogar der ganze Asteroid, wenn der Laser falsch eingestellt ist, gespalten wird. Genau, und dann gibt es noch den dritten, den AMP, den Analytic Material Processor, der quasi dazu da ist, sich das Gestein genau anzuschauen und dir zu zeigen, wo die Ablagerungen sind. Also das ist wahrscheinlich die Komponente, die hauptsächlich dann von dem Informationsoffizier halt eben beschickt wird. Und ich denke, da ist so das Minigame vor allem jetzt hier vorhanden, dass man halt die richtige Stärke des Lasers einstellen muss, überlegen muss, wie viel will ich raussprengen, welchen Bereich will ich bearbeiten, alles das muss dieser Mann machen. Und wenn er es dann schafft, gibt es den Cargo Operator, der dann tatsächlich den Traktorstahl bedient und entscheidet, okay, lege ich das Zeug direkt in den Laderaum oder mache ich es eher so, dass ich das Material erstmal in die Raffinerie der Orion bringe. Um halt natürlich dann halt Platz zu sparen, weil die Raffinerie ist dazu da, um halt die wertvollen Erze und Komponenten von dem Schutt und dem Geröll zu trennen. Den schmeißt du einfach wieder über Bord und nutzt dann halt so den natürlich begrenzten Laderaum halt so, so groß er auch ist, dann halt eben für die wertvollen Komponenten. Das macht ja auch total Sinn. Und genau um das zu tun, gibt es den Refinery Operator. Der tut das eben Genannte, der betreibt die Raffinerie, so sie denn an Bord ist, und wird halt eben das Geröll oder den Abraum entsorgen und halt dann dementsprechend halt so die Ladung veredeln, wenn man so möchte. Also es heißt, da hinten kommen dann, wenn man so will, wenn man die Zeit dafür hat oder das Personal, kommt am Ende sogar schon quasi die Metallbarren raus. Und damit hat man die höchstmögliche Effizienz am Markt, um Material zu verkaufen. Sagen wir wahrscheinlich Roherz, würde ich jetzt mal vermuten. Aber wir werden natürlich sehen, wie sich das entwickelt. Ist ja alles noch halt recht grob umrissen. Ja, liebe Freunde, halt so, das ist jetzt erstmal halt so ein grober Überblick halt über das Thema Mining in Star Citizen. Und es ist hier, wie auch in allen anderen Bereichen, so halt so, Teamarbeit wird halt hier auch der absolute Schlüssel zum Erfolg sein. Also nicht nur auf einem einzelnen Schiff und eingespieltes Team natürlich schneller looten und schneller raffinerieren und schneller arbeiten kann als einer alleine, sondern halt eben auch, man muss sich überlegen, dass ganze Organisationen natürlich sich nur auf Mining konzentrieren können. Also das heißt, scouten, neue Felder erschließen, diese Informationen teilweise auch verkaufen, wenn man sie halt nicht selber abernten kann, und das Abernten selber.
Vielleicht gibt es sogar für Einzelspieler dann Nischenjobs, wie wirklich Infotrader oder Broker, der Informationen verkauft, nur Erkunder für ein Mining-Konsortium oder vielleicht die Produktionsketten, muss man sich vorstellen, die dranhängen, dass man ein Schiff zur Verfügung stellt, um nur Material zu verarbeiten, aber das Abbauen selber gar nicht übernimmt. Das heißt, da fügen sich dann ganz viele Jobs an, die man dann später auch noch als Einzelspieler ausführen kann. Ja, genau. Ein Einzelspielerjob wäre zum Beispiel Rohstoffspekulation, was solche Mining Corporations natürlich tun können, weil das Ding ist, es kann ja sein, dass ich jetzt gerade halt einen Überfluss an bestimmten Erzen oder so am Markt habe, die den Preis halt ziemlich drücken. Ich habe jetzt aber gerade ein ganzes Feld abgeerntet und habe halt ein paar Millionen Tonnen davon rumstehen und habe mir gedacht, naja, wenn ich das jetzt verkaufe, halt, so komme ich gerade so auf meine Fixkosten, ich habe noch ein bisschen Rücklage, ich lagere das Zeug jetzt erstmal ein und warte, bis der Preis wieder steigt und verkaufe dann zu einem besseren Kurs. Dafür wird man halt eben auch Leute brauchen, die sich halt nur mit sowas beschäftigen. Und interessanterweise ist es sogar geplant, dass es dafür Lagerhäuser gibt. Das heißt, vielleicht kann man als Person sogar sagen, ich mache nichts anderes als traden, hab meine Lagerhäuser, kauft es weg vom Markt, wenn es billig ist, verkauf es wieder, wenn es teuer ist. Ja, das muss ich dringend in 4K spielen, ganz unbedingt. Ja, das war's halt eben von uns halt zum Thema Mining. Damit sind wir hier eben erstmal durch. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr es fandet, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet, was ihr beim nächsten Mal sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt. Und vor allen Dingen liked halt eben dieses Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert unseren Channel. Das hilft uns wirklich sehr weiter und freut uns natürlich. Und ja, wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei. Vielleicht ist ja da halt so das eine oder andere dabei, was euch zusagt. Und ja, quatscht uns über Star Citizen in den Kommentaren. Lasst uns halt ein paar nette Worte da. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Und in diesem Sinne, See you on the flight deck!